Moin und herzlich willkommen zu Federstein und Tintenklecks für alle, die neu dabei sind. Ich bin Sebastian und heute schauen wir uns eine neue Tinte an von der Firma Jacques Herbon 1670. Eine Glitzertinte, die gerade frisch auf dem Markt draußen oder frisch auf den Markt gekommen ist, sagen wir es direkt so. Ich habe die Tinte schon vor der Markteinführung zum Testen bekommen. Ich nehme euch dazu mit an den Tisch, aber vorher der Hinweis auf den Podcast mit Writing Delight und mir auf Amazon Music, auf Apple Podcast und auf Spotify findet ihr uns unter Füllfeder und Co. Schaut rein, lasst Liebe da, Kommentare und so weiter. Ihr kennt das. Und jetzt, wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß. Jacques Herbon hat eine neue Tinte im September. Mitte September kommt hier die Turquoise de Perse. De Perse, de Perse. Leider kann ich dieses Französisch nicht aussprechen. Ich gebe mir Mühe. Turquoise de Perse. Aus der 1670er Reihe hier im 10 ml Flakon, den ich zugeschickt bekommen habe von Jacques Herbon. Vielen Dank an dieser Stelle. Und die Tinte möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und wie ihr hier schon sehen könnt, auch hier wie üblich bei den 1670er Serien oder bei der 1670er Serie. Wir haben hier ein Goldglitter drin. Goldglitzerpartikel sind hier mit am Start. Ich habe euch hier schon mal eine Karte geswatcht. Und ich mache das auch gleich nochmal mit dem Oxford-Papier hier schon mal vorab die Farbe. Auch hier wieder leider, wie schon da bei der Easy, die Blue-Eyed Mary von Rohrer und Klingner, kann diese Kamera oder überhaupt Kameras haben Probleme mit diesem türkisen Ton. Ich habe hier noch den Swatch offen von der Blue-Eyed Mary. Und jetzt wollen wir natürlich, ne, schütteln nicht vergessen bei diesen Glitzertinten, wollen wir natürlich die nagelneue Tinte von Jacques Herbon auch testen, die jetzt am 14. in den Handel kommt, am 14. September. So. Schnell wieder zumachen, bevor mir das kleine Fläschchen hier irgendwie auf dem Schreibtisch umkippt. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Und dann zeige ich euch das schon mal. Ist ein bisschen heller, so wie es aussieht, gegenüber der Blue-Eyed Mary, diese hier. Das ist die Rohrer und Klingner Blue-Eyed Mary. Die hatte ich in dem Video schon vorher mal gezeigt. Jetzt haben wir hier die Türkis, Turquoise, de Perse, de Perse. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Ich gebe mir Mühe. Ich lasse das hier mal trocknen und wir gucken uns mal die Karte an. Ich hatte die ja schon mal für euch fertig gemacht hier. Und ich nehme mal die gleichen Karten, die wir auch schon bei der Blue-Eyed Mary hatten. Ich fange wieder mit diesen grünlichen Farben an, damit ihr ungefähr wisst, wo wir hinkommen. Hier waren ja auch, wie ihr gemerkt habt, einige Tinten bei, die auch von Herbon schon waren. Wir gucken mal, wie wir da zurechtkommen. Ich zoome euch ein bisschen mit rein. Und hier haben wir Ferris Wheel Press Bluegrass Velvet. Kuretake Ink Café Serie. Kuya Kuryoku. Und hier kommt schon die erste Herbon-Tinte, nämlich Bleu Kalank. Kalanke, Kalank, Kalank. Passt sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Jacques Herbon Bleu Pervenche. Und auch hier kommen wir wieder fast dahin, dass die hier Shimbashi Ino aus der Inkafé-Serie doch besser dazu passt als das von Jacques Herbon hier, weil das ist ein bisschen bläulicher, das ist hier ein bisschen grünlicher und passt sehr gut. Ist ein bisschen dunkler, passt sehr gut zu der neuen Jacques Herbon Tinte. Auch hier nochmal Sub-Zero aus dem Inkvent-Kalender. Beides Glitzertinten, wir können ja jetzt mal gucken. Ja, wir sehen hier, Sub-Zero ist ein bisschen dunkler,
aber auch mit Glitzer. Und die Turquoise de Perles von Jacques Herbon 1670, auch mit Glitzer. Goldglitzer, hier ist Silberglitzer drin. Würde man jetzt Unterschied, glaube ich, nicht so stark sehen. Na doch, jetzt sieht man es hier. Ist ein bisschen heller, nicht ganz so grünlich. Und nochmal, weil wir auch die anderen Swatch auf dem Oxford-Papier gerade noch haben, Blue Eyed Mary nochmal im direkten Vergleich auf den Clairefontaine Extra Compact Karten. Und hier jetzt im getrockneten Zustand auch bei dem Oxford-Papier mal reinschauen. Ihr seht, dunkler und mehr ins Bläuliche reingehen bei Blue Eyed Mary. Und hier doch tatsächlich türkiser ins Grünliche, bisschen heller. Natürlich mit den Glitzerpartikeln drin. Gefällt mir persönlich fast sogar noch besser. Hat ein bisschen mehr Südmeer-Feeling. Und das Glitzer kommt hier richtig schön raus. Haben wir auf den Karten... Doch, haben wir auch. Auf den Karten ist auch gut Glitzer drauf. Aber kriegt man das eingefangen? Ja. Ihr seht es da. Auch viel Glitzer drin. Eine Tinte, die überrascht. Aber auch für den Alltag geeignet. Also ihr könnt damit gut schreiben. Kann man sehr gut lesen. Ist jetzt nichts, wo man extra auffällt, mit nichts Extravagantes oder so. Ist halt eben eine andere Farbe. Sieht ein bisschen hell, ja, hellgrün auch nicht. Ist blau-grün. Ja. Also fürs Büro eher dann doch hier Rohr und klingender Blue Eyed Mary oder so. Das ist ein bisschen konservativer. Und wenn wir dann hier die haben, das ist schon was für Tagebücher oder sowas. Aber man kann auch im Alltag damit schreiben. Also wer daran Spaß hat, schreibt da ruhig im Alltag mit. Ihr habt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf eurer Seite. Kann ich euch versprechen. So, wer hat die Tinte? Wer möchte die gerne kaufen? Schreibt mir gerne eure Kommentare dazu. Habt ihr genug türkise Tinten? Habt ihr das Gefühl, dass dieses Jahr sehr viel Türkis am Start ist? So langsam habe ich das Gefühl nämlich auch, dass das Türkis die Sommerfarbe 2024 ist. Danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und bleibt kreativ, bleibt gespannt. Bis zum nächsten Video. Ciao.